Willkommen zu einem weiteren Tutorial in der Tutorialreihe Grundlagen zu Revit. Und wir wollen jetzt diesen Tutorial weiter an unserem Beispielprojekt arbeiten. Und hier möchte ich jetzt das Dach modellieren. Und zwar das Hauptdach. Ja, was Sie hier sehen, ist jetzt schon das, wie es am Ende ungefähr aussehen soll. Und dem wollen wir uns jetzt annehmen in diesem Tutorial. Und ich schalte jetzt mal um auf unser Projekt. Ja, so sieht der aktuelle Stand aus. Ich habe schon mal die Ansichten vorbereitet. Hier die wichtigsten Grundrisse für die Dachmodellierung. Das ist natürlich einmal das Dachgeschoss selber, ja, wenn wir das so nennen wollen. Und eventuell noch das darunterliegende Geschoss, das Obergeschoss. Ich habe hier nochmal die Unterlagen ausgeblendet. Wenn Sie hier in die nichts angeklickt haben, dann sehen Sie hier die Eigenschaften der aktuellen Ansicht. Und da gibt es hier Unterlage. Ja. Ich könnte jetzt hier das Obergeschoss mit anzeigen. Das sieht dann so aus. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Deswegen, ich mache es dann lieber so, dass ich es ausmache, wenn ich es nicht brauche unbedingt. Weil zum Arbeiten finde ich es schlecht. Ja, zum Kontrollieren finde ich es gut. Wenn ich gucken will, ist alles übereinander. Aber zum Arbeiten finde ich es ziemlich verwirrend. Deswegen mache ich es ja lieber aus und mache das nochmal extra dann auf. Dann kann ich hier auch nochmal hin und her schalten, wenn ich im Bearbeitungsmodus bin. Weil das geht ja ganz gut im Revit. Dann habe ich mir hier die 3D-Ansicht reingeblendet, ja, um das verfolgen zu können, was hier passiert. Man kann auch viele Arbeitsschritte im 3D machen und hier nochmal die zwei Arbeitsschnitte. Ja, das ist hier der Schnitt AS2, ja, und der hier oben der AS1. Und die habe ich hier unten auch noch mit eingeblendet, um hier gegebenenfalls das auch nochmal zu kontrollieren, ob alles passt. Beziehungsweise auch manche Arbeitsschritte kann man theoretisch auch in den Schnittansichten machen. Ja, das Ganze ist ja auf 1:50 gestellt, bis auf die 3D-Ansicht, einfach damit die ganzen Beschriftungsobjekte wie hier diese Schnitte und die Raster und Linien und so weiter, damit die ein bisschen kleiner dargestellt werden und nicht so dominant zum Arbeiten, ganz praktisch. Ja, jetzt können wir anfangen hier loszulegen und hier zu modellieren. Und was wir allerdings hier beachten müssen, ne, die Wand ist hier verdammt verkürzt dargestellt. Ja, das liegt einfach daran, dass wir hier oben drauf gucken. Ja, das ist quasi hier unsere Arbeitsebene, das ist diese hier und die Wand hört hier auf, also unterhalb der Arbeitsebene. Das sieht man, beziehungsweise in der, nicht unterhalb, sondern hier ungefähr. Ja. Und da sieht man es schlecht. Wenn wir jetzt mal reingehen hier in die Einstellungen dieser Ansicht, geht es hier mal in die, wo haben wir den Ansichtsbereich, ja, dann sehen wir hier, da Unterkante ist 0, ja, da ist auch keine Ansichtstiefe. Ja, das sieht man hier nochmal. Das ist ja alles auf 0 gesetzt und deswegen sehen wir da nicht allzu weit. Das könnte man jetzt hier ändern, ja, dass man einfach das weiter nach unten setzt, dass man weiter nach unten schauen kann und nicht quasi nur bis hierher. Dann wird man auch die Wand sehen. Aber wir können, das werde ich gleich demonstrieren, dass auch, wenn man es nicht dauerhaft braucht, kann man sagen, gut, ich lasse das einfach so und wechsle dann einfach in die Obergeschossebene, wenn ich hier an die Wände brauche oder irgendwelche anderen Einstellungen. So. Okay, machen wir los. Und das heißt, ich gehe zunächst auf Architektur und finde jetzt hier die Dachmodellierwerkzeuge, ja, die wichtigsten. Beziehungsweise, ja, sind eigentlich alle, zumindest zum Erstellen von Dächern. In unserem konkreten Fall machen wir Dach über Grundfläche. Man sieht es auch hier an der Animation. Ja, da kann man halt dann solche Dachformen erzeugen, wie sie auch in unserem Fall interessant sind. Ja, Dach über Extrusion wäre jetzt ungünstig, ja, weil man natürlich mehrere geneigte Flächen hätten oder so. Also über Dach, über Extrusion wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht, ob man so ein Dach überhaupt hinkriegt. Ja, vielleicht mit viel ja, umständlichen Workflows vielleicht, aber wie gesagt, Sie werden gleich sehen, Dach über Grundfläche wäre hier aus meiner Sicht der wirklich der bessere Weg. Gehen wir also über Dach über Grundfläche und jetzt würde ich mal folgenden Weg vorschlagen. Zunächst immer erstmal den Typ einstellen. Ja, also jetzt hier ein Typ aus, Ziegel, Dacheindeckung, okay, das passt. Jetzt geht man in die Typ-Eigenschaften und checkt die nochmal oder passt die gegebenenfalls an. Ja, wenn Sie jetzt in der Dachaufbau nicht zusagt, wenn Sie mal auf Vorschau gehen, dann sehen Sie jetzt hier, dass dieser Dachaufbau gibt es eigentlich nur zwei Schichten. Die Schichten können Sie hier bearbeiten. Wenn Sie hier auf Konstruktion gehen, dann können Sie hier die Schichten auch bearbeiten. Darauf werde ich nicht nochmal eingehen, weil das kann man schon gemacht bei anderen Bauteilen, die da ähnlich, die auch mehrschichtig sein können, wie zum Beispiel Wände oder Geschossdecken oder Fußböden aufbauen und so weiter. Deswegen werden wir das einfach mal übernehmen. Lassen wir so, wie es ist. Gehen auf OK. Und achte darauf allerdings, nochmal der Hinweis, wenn Sie das ändern und Sie haben schon mal ein Dach verbaut, dann sollten Sie es gegebenenfalls vorher duplizieren, ja, damit Sie dann irgendwie jetzt ein Dach verändern, was Sie vielleicht schon verbaut haben, wenn Sie hier Typeigenschaften
umstellen wollen bei Typen, die bereits verbaut sind oder die sich später nochmal benötigen. Ja, dann macht man am besten sich vorher eine Kopie. Okay, gehen wir da raus. Den Typ haben wir einfach jetzt immer übernommen, ohne was zu ändern. Der nächste Schritt wäre jetzt, also Schritt 2, wäre die Exemplareigenschaften nochmal einzustellen. Das heißt, wo soll jetzt das Dach hin? Was ist die Basisebene? Und da hat er automatisch hier diese Ebene genommen, weil die als aktiv war, beziehungsweise diese Ansicht, also der Ansicht gehört eine Ebene, eine Arbeitsebene, und das ist diese hier. Ja, und die hat das einmal schon mal eingestellt, die können wir jetzt auch bestätigen, das passt so. Dann können wir noch aktivieren, ist es eine Raumbegrenzung, ja oder nein? Ja, das haben sie ja oben jetzt nicht unbedingt einen Raum, den man nutzt, aber trotzdem macht das in dem Fall, glaube ich, Sinn. Jetzt können wir noch einen Versatz einstellen. Machen wir das mal mit 50 cm, dass man jetzt wirklich hier noch, wenn das hier unsere Ebene ist, noch ein bisschen Entrempel oder Kniestock haben, damit das nie, man hier auch noch einigermaßen rankommt. Ich finde es immer so ungünstig, wenn man dann hier wirklich am Fußboden robben muss, wenn hier irgendwas ist, ja, um was zu reparieren oder so. Ich finde das nicht so gut. Zumal wir auch noch schauen müssen, ob wir einen Ringanker gegebenenfalls unterbringen müssen. Also ich würde da einen Versatz einbauen. Ja, also hat eigentlich auch so ein bisschen mehr Material, aber ich finde das eigentlich klüger. So, Zuschnittsebene oben, ja, das können wir kurz hier zeigen, wenn Sie mit der Maus drüber fahren, das wurde die Eigenschaft kurz erläutert. Und man könnte jetzt oben noch eine Ebene vereinbaren und könnte dann zum Beispiel jetzt das Dach oben abschneiden lassen und dann was anderes draufsetzen. Ja, in unserem Fall brauchen wir das nicht, aber das habe ich hier nochmal kurz mit erläutert. Und ja, der Rest könnte man natürlich noch Versatz einbauen für die Zuschnittsebene, braucht man nicht. Man könnte quasi die Ebene vorher quasi definieren. Ja, wir haben jetzt zwar keine, das ist die oberste Ebene und könnte es dann hier zuordnen. Die Traufe vertikal, das lassen wir, ja, das passt auch. Und ja, der Rest können wir momentan eh nicht einstellen. Phasen spielt hier keine Rolle. Jetzt tun wir uns noch die beiden Optionsleisten hier anschauen. Das heißt, hier kann man jetzt auswählen, wie wollen wir die Grundrissfläche modellieren, mit Rechteck, Linie oder was. Ich gehe jetzt hier auf Wand, ausgehend von der Wand. Dann kommt hier eine Optionsleiste und bestimmt Neigung. Ja, Dachüberstand 1 Meter passt auch. In Wand bis Wandkern erweitern wollen wir nicht. Das soll direkt von der Außenkante losgehen. Den Rest können wir jetzt eigentlich jetzt erstmal ignorieren. Brauchen wir jetzt nicht. Ist teilweise eh ausgegraut. Passt so. Jetzt gehe ich allerdings, hatte ich ja vorhin angedeutet, jetzt sehe ich die Wand hier nie wirklich. Ja, das passt. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Kante ist, wenn ich da drauf gucke. Das könnte der Fußboden sein, das könnte die Außenkante der Wand sein. Also das ist dieser Fußboden hier und das könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit die Außenkante der Wand sein. Wenn man allerdings unsicher ist, wechsle ich einfach in diese Darstellung. Das ist kein Problem und dem mache das einfach von hier aus. Jetzt klicke ich hier drauf, halt hier nochmal auswählen und dann sehe ich hier auch, dass ich wirklich von der Wandkante ausgehe. Ja, 1 Meter, die Neigung ist hier bei 30, können wir es mal so lassen. Und hier auch dasselbe. Ja, achte darauf, dass sie immer von außen kommen, nicht von innen, weil dann wäre die Kante innen. Falls Sie mal verklickt haben, können Sie das hier auch ändern. Ja, dann springt er nach innen. Und hier auch nochmal diese Seite. Passt. Ja, ich hätte es auch hier machen können, das ist im Prinzip egal, aber lassen wir das mal so stehen. Jetzt sehen Sie hier unsere Dachgrundfläche. Ja, hier, wo dieses Dreieck angezeigt wird, dann ist dieses Dach geneigt. Und wenn Sie die Kante anklicken, ja, da kommen wir jetzt nicht rein, oder zurückgehen hier, dann können Sie das eigentlich auch ändern. Machen wir hier vielleicht. Da liegt es vielleicht doch ein bisschen übel, dass ich hier die Ansichten gewechselt habe. Ich komme an diese Kanten nicht mehr ran. Oder ist hier irgendein Befehl noch aktiv? Gehen wir hier mal auf das. Ja, jetzt können wir es anklicken. Jetzt habe ich hier einfach hier das abgebrochen. Hier diesen Befehl oder Escape. Jetzt kann ich hier die anklicken und habe jetzt hier die Neigung, die ich ja eintragen kann. Ja. Wir lassen das mal bei 30 Grad und gehen ja auf OK. Und jetzt konstruieren wir jetzt hier das Dach. Ja. Und jetzt können Sie hier sich das anschauen. Also Sie können hier nochmal sehen, es auch hier mal jetzt im Schnitt, ja, wie es jetzt aussieht, der Dach. Also ich würde das hier so ein bisschen rangehen. Achso, wir haben den 50er Versatz, habe ich ja eingestellt. Ja, wir haben ungefähr 50 cm, ja, hier in dem Bereich. Interessant ist hier nochmal, das können Sie jetzt nochmal einstellen, hier die Spachen, ja, ob das jetzt Spachen oder Fachwerk ist. Und wenn wir mal umschalten, zum Beispiel auf Spachendach, ja, dann sehen Sie, dann wird das ein bisschen anders modelliert, auch mit den Abständen und so weiter. Ja, das ist auch eine Einstellung,
die sie möglichst zeitnah treffen sollten und nicht ganz zum Schluss, ja, wenn sie einen Haufen Sachen dann schon eingebaut haben. Ich bleibe mal beim Fachwerkdach. Und jetzt möchte ich allerdings noch was zeigen. Sie können jetzt, wenn Sie überall dieselbe Dachneigung verwendet haben, das Dach hier anklicken und könnten jetzt hier nochmal die Neigung ändern, zum Beispiel auf 25 Grad. Ja, und dann wird das quasi hier nochmal abgeändert an allen Seiten, ja, gleichzeitig. Sie können aber auch Folgendes machen. Das werde ich mal demonstrieren. Das kann man ja schön im 3D-Fenster machen. Ich muss ein bisschen runterziehen. So, dann sehe ich hier die Linien besser. Das Dach ist ausgewählt. Das könnte ich einfach doppelt draufklicken oder hier auf Grundfläche bearbeiten gehen. Vielleicht nochmal ein Hinweis, um die Dachneigung zu ändern, können Sie theoretisch auch hier mit diesem Griff arbeiten. Hier oben sehen Sie den Griff. Ja, und da können Sie eigentlich auch nochmal hier an der Dach Neigung rumspielen. Sie sehen allerdings, jetzt ist es hier quasi wieder weg. Ja? Also ich mache das hier mal auf 30 Grad. Und jetzt ist es wieder überall 30 Grad. Ja? Die Möglichkeiten gibt es zu ändern. Und Sie können aber noch oh Gott, das habe ich jetzt hier ein bisschen. Jetzt habe ich quasi hier an den Griff gespielt und hier. Jetzt bekomme ich genau das, was ich eigentlich später zeigen wollte. Machen wir es gleich. Jetzt bekomme ich hier so einen Versatz rein. Ja? Der entsteht, wenn hier unterschiedliche Neigungen entstehen. Gehen wir auf Grundfläche bearbeiten. Jetzt schauen wir uns mal hier die Neigung an. Da haben wir hier einmal 30 Grad. Hier auch, aha, überall. Aber dennoch ist dieser Versatz entstanden. Interessant, ja, durch diese Griffgeschichte. Aber wir haben unterschiedliche Traufen haben wir jetzt, ja. Und das können Sie korrigieren. Also was man unter den Traufen vielleicht noch als Hinweis, das ist mir jetzt entstanden, weil ich hier einen Griff rumgespielt habe, jetzt zu Vorführzwecken, hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht beabsichtigt, dass wir hier solche Versätze reinkriegen. Wer das nicht will, ja, wenn das gefällt, kann das ja so lassen, ja. Wenn das aber nicht, wer das aber vermeiden will, der kann das jetzt korrigieren, indem er, wie gesagt, hier auf diesen Befehl geht, Traufen ausrichten. Ja, diese unterschiedlichen Traufen bekommen Sie auch, wenn Sie mit unterschiedlichen Neigungen arbeiten oder unter die unterschiedlichen Dachabstände, je nachdem. Hier haben wir zum Beispiel auch 100. Das schauen wir mal, wie wir das jetzt hier haben. Hier auch, ja, überall 100. Das sehen Sie auch nochmal hier die Abstände. Ja, warum es trotzdem so einen Versatz gemacht hat, keine Ahnung. Neigungen sind eigentlich alle gleich. Die Abstände auch. Naja, egal. Kein Problem, wir können das einfach korrigieren. Gehen auf Traufen ausrichten. Und jetzt sehen wir hier die unterschiedlichen Höhen. Hier haben wir immer 40 und hier 57,7. Ja, und das können wir einfach auswählen. Wir sagen, gehen wir jetzt hier wir klicken quasi auf die Traufenhöhe, die passt, klicken die an. Ja, und dann klicken wir all die anderen an, dann wird das entsprechend ausgerichtet. Ja, Nachteil ist allerdings, würde ich sagen, wenn ich jetzt hier mal das anklicke, dass wir dann andere Abstände hier reinkriegen. Ja, weil er passt das einfach über die Abstände dann an. Ja, deswegen aufpassen. Ich muss gestehen, dass ich das Dach über diesen Griff verändere, mache ich eigentlich so gut wie nie. Jetzt habe ich das zum Vorführzwecken mal gemacht und habe auch prompt hier den Ärger. Deswegen tue ich es nochmal auf OK gehen, das Ganze rückgängig machen, wieder zu dem normalen Dach zurück. Also ihr mit diesem Griff, das soll mit Vorsicht genießen. Das ist dann eher was zum Rumspielen. Ich tue es mal wieder zurücksetzen. Ich hoffe mal, jetzt habe ich hier wieder 30. Ja, ist immer noch verschiedene Neigungen. Also jetzt. Jetzt haben wir wieder 30 Grad und gehen nochmal auf Grundfläche bearbeiten und jetzt wieder überall 1 Meter und überall, das sieht man wieder hier. Ja, hier sieht man es auch nochmal. Und jetzt möchte ich auch mal was simulieren, was doch Sinn macht, ja, was ich eigentlich zeigen wollte. Und zwar, dass Sie mal in 25 Grad eingeben. Sie sagen, okay, ich möchte an der Seite nicht 30 Grad haben, sondern 25 Grad. Kann ja sein, dass Sie mit unterschiedlichen geneigten Dachflächen arbeiten wollen. Jetzt gehen wir auf OK. Jetzt erreichen wir nämlich dasselbe Phänomen, was ich vorhin auch schon hatte. Wie ich mit dem Griff rumgespielt habe, dass ich jetzt hier solche Versätze reinkriege, ja, die sich jetzt hier so ergeben, ja, aufgrund der Konstruktionsform des Dachs, ja, solche Brüche, ja, die kann man wollen. Es ist auch unabhängig, welche Konstruktionsform Sie wählen. Wenn Sie jetzt auf Spannen gehen, haben Sie dasselbe, nur dass es halt dann sich anders ausrichtet. Und jetzt können Sie aber auch diese Fehler wieder korrigieren, wie ich es eben gerade gezeigt habe. Sie gehen auf Grundfläche bearbeiten. Und gehen dann auf Traufe ausrichten. Ja, Sie sollten vorher sich die Traufe eingestellt haben, die Sie haben wollen. Ja, und zum Beispiel das, nee, anhand deren möchte ich mir welches quasi orientieren, zum Beispiel die passt. Und dann gehen Sie hier auf Traufe ausrichten, dann sehen Sie hier die unterschiedlichen Höhen.
und sagen, ja, okay, ich möchte halt die für alle übernehmen. Klicke also auf diese hier und dann klicke ich hier drauf und hier. Und jetzt gehe ich hier auf Fertig. Und wenn Sie jetzt hier mal draufklicken, dann sehen Sie, hat mir jetzt hier das entsprechend angepasst. Ja, also hier bin ich jetzt bei 1 Meter und hier hat er einfach dann den Abstand, den Überstand höher gemacht oder kleiner, je nachdem. Und damit hat er es wieder ausgeglichen, sodass Sie gleiche Draufhöhen bekommen. Ja, und jetzt haben wir wieder gleiche Draufhöhen, allerdings ungleiche Abstände oder Überstände. Ja, das bitte beachten. So, wenn wir das haben, können wir jetzt den nächsten Schritt machen und zwar hier die Traufe selber bearbeiten, noch entsprechend modellieren, ja, oder hier ein Profil ansetzen für die Traufe. Und das finden Sie hier unter Architektur. Wichtig ist, bevor wir es allerdings machen, ich habe es vorhin eh schon gesagt, ich weise nochmal darauf hin, klicken Sie mal das Dach an, dann können Sie hier einstellen, wie der Traufabschluss ist. Ja, da gibt es den Vertikal, das passt hier eh. Ja, aber theoretisch gibt es auch noch andere Einstellungen. Ja, jetzt sehen Sie hier so eine Traufgeschichte, ja, etc. Das sollte man vorher einstellen, ja, was man haben will. In dem Fall vertikal passt. Dann gehen wir hier auf Architektur. Dann finden wir hier wieder, wo haben wir hier Dach und hier die Traufe. Und hier können Sie jetzt wieder, gehen wir zunächst auf den Typ. Ja, also wir nehmen jetzt hier Abschluss, das passt. Typ Eigenschaften, nehmen wir in dem Fall einfach den Standard. Hier können Sie jetzt theoretisch Profile laden. Ich zeige dann noch, wo Sie das machen können. Also das ist eine Systemfamilie. Sie können eine Traufe selber nicht laden, ja, aber Sie können ein Profil laden, mit der Sie das Aussehen der Traufe bestimmen können. Ja, das sehen Sie hier. Aktuell sehen Sie hier, das ist die Standardgeschichte. Und dann gibt es ja aktuell nochmal zwei verschiedene, ja, Drauftypen, die hier angelegt sind, beziehungsweise Profile, die hier geladen sind. Ich zeige Ihnen dann im Anschluss nochmal, ich hoffe, ich vergesse nicht, wo Sie diese Profile finden, ja, in Ihrem Projekt, wo man die auch zuladen könnte, wenn man wollte. Wie man sich selber solche Profile baut, das lernen Sie erst im zweiten Kurs. Ja, das ist nicht Thema dieses Kurses. Da wir arbeiten wir quasi nur mit dem, was uns quasi angeboten wird. Wir erstellen keine eigenen Bauteile. Okay, also hier kann man jetzt noch ein bisschen rumspielen mit den Profilen. Das Material können Sie einstellen, das tun wir jetzt mal überspringen. Ja, das ist nicht so wichtig. Gehen jetzt hier auf OK. Und jetzt gehen wir die Exemplareigenschaften durch. Da haben wir hier noch verschiedenste Facetten, die man noch eingeben kann. Ich empfehle hier, das im Nachhinein zu machen, weil dann sehen wir dann eher, was passiert. Jetzt im Vorfeld wissen wir nicht genau, wie die jetzt ausgerichtet ist, die Traufe. Da haben wir das mal dabei. Optionen haben wir keine zusätzlichen. Also jetzt kann man hier noch umschalten, hier die Kante auswählen, entweder hier oben oder unten. Ja, diese Kanten nehmen Sie mal am besten oben. Ja, dann sehen Sie, dann passt das besser. Das kann man jetzt im Nachhinein jetzt hier noch verschieben, nach innen oder nach außen. Ja, sieht es vielleicht hier im Schnitt. Ja, jetzt sehen wir hier das Brett. Ja, und jetzt kann ich hier zum Beispiel, komme ich jetzt hier wieder ran. Jetzt wäre es quasi innen. Ja, und ich wollte es ja gar nicht innen haben. Können wir jetzt wieder rückgängig, können wir das jetzt nicht machen. Jetzt habe ich es blöderweise nach innen gelegt. Eventuell kann ich es danach noch ändern. So, bin ich jetzt noch ein Befehl drauf drin? Ja, ich denke schon, oder? Ich glaube, ich bin schon draußen. Ja, bin ich wieder draußen aus dem Befehl. Ja, mit diesem Ausrichten, ich habe es ein bisschen hergespielt. Normalerweise könnte ich das in meinem Aufwasch machen, aber kein Problem. Legen wir die Traufe einfach nochmal an. So, jetzt kann ich hier das wieder rausnehmen. Wobei innen vielleicht auch nicht so schlecht ist, dann geht es hier wirklich drüber. Ja, vielleicht ist das sogar besser. Dann gehen wir auf weitere Segmente hinzufügen. Ja, und jetzt kann ich hier noch das Dach fertig machen. Also, Sie können das auch im einen Aufwasch machen. Ich habe jetzt hier, weil ich schon ein bisschen was erklärt habe, jetzt hier die Ansichten gewechselt, hat er mit dem Befehl dann einfach fertig gemacht. Ja, aber Sie sehen, Sie können auch im Nachhinein hier über Segmente hinzufügen oder entfernen hier auch noch. Zu viel einfacher, wenn wir oben die Kante erwischen, ja, damit die auch gleichmäßig sind. Und jetzt würden Sie mit diesen Befehlen den gesamten, weil das ist quasi jetzt ein Bauteil, ja, sind zwar vier verschiedene Seiten, ja, aber wird als ein Bauteil angesprochen. Ihr könnt theoretisch auch nochmal die Ausrichtung verändern. Jetzt gehen wir erstmal auf Escape oder hier auf den Befehl. Und ich will mal kurz zeigen, wie Sie auch entfernen können. Ja, Sie klicken hier die Traufe an, müssen schauen, Sie drauf erwischen. Jetzt sehen Sie,
ich habe hier wirklich alles ausgewählt, ja, ist eigentlich, und jetzt können Sie hier über Segmente entfernen, einfach das Segment draufklicken und dann ist, habe ich es nochmal neu hinzugefügt, nicht entfernt. Wenn Sie was falsch gemacht haben, wie können Sie jetzt hier noch das korrigieren? Zum Beispiel haben wir jetzt hier diese drauf hier unten, das ist an der falschen Position. Einfach nochmal die ganze Draufkonstruktion anklicken, dann können Sie hier Segmente hinzufügen oder entfernen. Klicken einfach auf Entfernen. Und jetzt ist aber ganz wichtig, nicht das Segment anklicken, sondern die Modelllinie. Das heißt, die Kante des Daches anklicken, wo das Segment dranhängt. Dieses hängt hier unten, das ist falsch. Also klicke ich hier drauf und jetzt ist es weg. Und wenn ich jetzt hier oben nochmal draufklicke, dann ist es wieder gerade und es passt. Ja. So, jetzt ist die Traufe fertig und wir beenden den Befehl, gehen einfach auf Escape oder auf raus. Jetzt hat man hier die Traufe modelliert. So, so sieht es jetzt aus. Das dürfte eigentlich passen. Wir haben nochmal die Schnittkonstruktion. Das sehen wir hier auch. Das sieht gut aus. Was wir jetzt noch machen könnten, wäre hier so aus Spaß. Wer will, kann noch ein bisschen fein arbeiten, indem wir hier einfach die Traufe noch nach unten verschieben, damit meinetwegen hier oben die Dachhaut drüber geht. Ja, also haben wir jetzt hier noch den vertikalen Versatz. Man kann sich ja vorher ausmessen, nicht so wie ich rumprobieren. Das sind wir schon fast ein Stück zu viel. Ja, wie kann man es ausmessen? Hier nochmal raus aus dem Befehl. Da haben wir hier den Abstand und versuchen wir das hier mal zu messen. Da haben wir hier eine Höhe ungefähr von, das kann man es kaum lesen, 5,77. Also gucken wir das nochmal an und sagen hier minus 5,77, mal 7,5. Ich arbeite immer gerne auf den halben Zentimeter genau in dem Fall. Und könnte das auch so machen, ja, wenn man will, ja, wobei, dann hätte ich über die Dachhaut drüber gehen. Jetzt könnte ich noch ein Profil wählen, was ja genau hier oben anschließen soll. Ich will nur zeigen, wie man ein bisschen spielen kann damit. Und könnte jetzt noch Folgendes machen und hier sagen, dass, wo haben wir das? Ändern wir das hier verbinden. Dann sieht das auch besser aus. Gehen wir auf Geometrie verbinden und verbinden das mit dem. Ja, und da hätten wir das in dieser Form. Ja, wer es ganz genau machen wollte, wie gesagt, könnt ihr jetzt auch noch ein Profil wählen, sich selber machen, was da genau reinpasst. Jetzt habe ich das passt jetzt ganz gut. Ich wollte noch sagen, wo finden Sie die Profile? Und dazu gehen Sie hier unten im Projektbrowser auf Familien und finden hier Ihre ganzen Profile. Und hier finden Sie hier die Dachrinne. Die machen wir dann gleich. Und hier unten auch irgendwo die Traufe. Es könnte allerdings sein, dass die Traufe gar keine Sonderprofile hat. Das sieht so aus, weil es gibt hier keine. Dann geht man einfach hier, da müsste man nochmal schauen, wo die Traufe, hier Ortgangtraufe, hier ist es. Hier haben wir die Profile für die Traufe. Und hier können Sie jetzt einfach auch sagen, neuer Typ, ja, oder sich einen neuen Typ anlegen. Den nenne ich einfach jetzt mal Test. Dann Doppelklick drauf und dann können Sie ihn bearbeiten. Jetzt können Sie hier auf Laden gehen und könnten sich jetzt hier theoretisch Profile suchen, ja, und die reinladen. Ja, zum Beispiel haben wir hier irgendwas vom Dach und so weiter. Und da dürften aber auch andere, da gehen nicht alle Profile, aber es dürften auch andere Profile gehen. Wie gesagt, im zweiten Kurs lernen Sie auch, wie man sich eigene Profile erzeugen kann. Und dort finden, beziehungsweise die Kurse gibt es ja jetzt schon. Da können Sie auch jetzt schon nachschauen, wenn das interessiert, wie man seine eigenen Profile sich modelliert. Und dann können Sie die dann auch hier reinladen, können sich quasi eine selbstdefinierte Brause drauf. Bevor wir jetzt die Dachrinne machen, würde ich empfehlen, erst noch die Dachunterseite zu machen. Warum? Weil wir, wenn wir jetzt die Dachrinne haben, wir kriegen einfach zu viele Linien hier rein. Ja, wenn ich das hier mal anklicke, hier, dann sehen wir hier die Traufe. Ja, die sehen wir hier. Und wenn wir die Dachrinne noch hätten, dann kämen noch mal Linien dazu und dann macht es, ist es dann mal schwer, die Dachunterseite zu machen. Oder Untersicht und deswegen ist es besser, wir lassen die machen die Dachrinne danach. Ich werde hier auch nochmal das Dach nochmal ausschalten, temporär, dass ich nur die Traufe sehe. Weil aktuell überlagern sich jetzt hier die Dachkonstruktion mit der Traufe und deswegen klicke ich jetzt hier im Grundriss oder egal wo hier die Dachkonstruktion an und gehe jetzt hier auf hier in die Grundrissansicht, gehe jetzt hier auf Element ausblenden. Und jetzt sehe ich hier wirklich nur meine Traufe, beziehungsweise die ist komischerweise hier auch geschnitten. Jetzt muss ich mal gucken, warum.
Es sollte eigentlich. Ja, hier war einfach Zuschneidebereich aktiviert. Jetzt ist er weg, jetzt sehe ich es wieder vollständig. Und jetzt kann ich das gleich verwenden, um hier meine Dachuntersicht zu modellieren. Gehe jetzt hier auf Architektur und dann hier auf Dach und Dachuntersicht. Im Übrigen, wer das will, ja, das braucht man nicht, aber aktuell, wenn wir jetzt hier schauen, wird man jetzt quasi hier reinschauen in das Dach. Ja, wenn man das will, kann man das so lassen. Ja, es gibt ja auch solche Formen, dass man das so lässt. Oder wenn Sie das nicht wollen, können Sie jetzt hier eine Dachuntersicht machen. Ich mache mal eine Dachuntersicht, damit Sie das mal gesehen haben. Gehe auf Dachuntersicht. Jetzt habe ich blöderweise hier die 3D-Ansicht noch aktiviert gehabt. Ja, und jetzt sagt er, da braucht eine Arbeitsebene, ja, wo er das machen kann. Das muss irgendwie eine Grundrissebene sein. Jetzt kann ich die hier auswählen. Ich nehme also hier diese hier. Ich hätte diese Ansicht aktivieren sollen, aber ist nicht so schlimm. Kann ich auch im Nachhinein noch korrigieren. Also das wäre jetzt DG Oberkante Rohfußboden. Ja, ich gehe jetzt wieder in diese Ansicht. Von hier aus will ich das machen und gehe jetzt hier auf Rechteck und wähle jetzt hier diese drauf Innenseite aus, drauf Innenkante. Diese hier hängt das quasi an die Traufe, fixiert das auch. Das können Sie machen, müssen Sie nicht. Da wenn sich jetzt das Dach ändert, ja, die Traufe hängt ja am Dach. Und wenn ich das Dach größer oder kleiner mache, beziehungsweise die Dachüberstände, dann geht die Traufe mit und damit geht dann auch die Dachuntersicht mit. Jetzt mache ich jetzt noch, die gehen natürlich nicht über das gesamte Dach, sondern nur über den Bereich und den Dachüberstand. Deswegen muss ich hier unten noch diesen Bereich wieder rausnehmen. Ja, das ist wieder mein Haus selber, die Außenkante der Außenwände. Und auch das kann ich wieder fixieren, damit das dann, falls ich da was ändern sollte, mitgeht. Sie müssen nur gerade als Anfänger empfehle ich Ihnen, nicht zu viel zu fixieren, weil dann kriegen Sie ständig irgendwelche, wenn Sie irgendwas ändern wollen, kriegen Sie ständig irgendwelche Meldungen oder so. Also ich zeige es mal, dass das geht, ja, aber ich würde es nicht empfehlen, für die Anfänger so zu arbeiten. Wenn man ein bisschen mehr Routine hat und das auch mehr Übersicht hat und auch weiß, was man fixiert hat oder nicht fixiert hat, dann können Sie das verwenden, aber für die Anfänger ist das eher nicht so klug, das zu machen. So, jetzt haben wir das hier entsprechend ausgeschnitten, gehen auf OK. Ach so, das habe ich beinahe noch vergessen. Also ganz wichtig ist natürlich immer den Typ erst zu wählen. Gibt es momentan eh nur einen. Und unter Typ bearbeiten können Sie auch wieder mehrere Schichten einbauen. So weiter ist in dem Fall jetzt egal. Ja, wir können Materialien zuordnen. All solche Geschichten kennen wir schon. Die Ebene hat man eh gewählt. Man könnte noch einen Versatz einstellen. Das schaue ich mir dann an. Ja, Raumbegrenzung ist es in dem Fall aber nicht. Das mache ich hier aus. Und der Rest ist eher uninteressant. Hier haben wir dann auch je nachdem, was wir hier für einen Befehl gewählt haben, haben wir dann verschiedene Optionen. Ja. Passt jetzt eh. Ja, jetzt sind wir sowieso fertig und den Rest können wir jetzt hier erstmal bestätigen. Und jetzt schauen wir uns das hier mal im Schnitt an. Und da sehen wir, das ist noch zu weit oben. Ja, deswegen klicke ich jetzt nochmal an und kann jetzt hier nochmal einen Versatz einbauen, dass das ein bisschen runter geht. Gehe jetzt hier auf Höhenversatz und mache jetzt hier mal einen Versatz. Man kann es ja vorher ausmessen, vielleicht. Du musst vielleicht ausmessen. Halt hier, das Werkzeug. Gehen auf den Schnitt und messen das hier mal aus. Ungefähr 20 cm vielleicht. 15, 20 cm passt. Also nochmal angeklickt und einen Höhenversatz von minus 20. Mal gucken, wo wir da stehen. Sieht eigentlich schon ganz gut aus. Da haben wir noch einen leichten Versatz. Ich würde es vielleicht ein bisschen höher machen. Machen vielleicht 15, könnte schon wieder zu viel sein. 17. So gefällt mir es besser. Ja, und so haben wir jetzt hier nochmal das so ausgerichtet. Ja. Jetzt können wir noch die Dachrinne machen zum Schluss, beziehungsweise fast zum Schluss. Was wir auch noch machen müssen, die Wände nach noch entsprechend hier nach oben ziehen. Ja, das können wir natürlich nicht so lassen. Normalerweise, ja, das geht nicht. Ja, das brauchen wir irgendwas hier zum Tragen. Aber das machen wir dann sogar, machen wir wirklich zum Schluss. Machen wir erst noch die Dachrinne. Dazu gehen wir hier auf Architektur. Das haben wir noch offen. Dann hier auf Dach und finden wir mal die Dachrinne. Wieder Reihenfolge, Typ wählen. Ich nehme die größte, Typ bearbeiten. Auch hier wieder ist eine Systemfamilie, kann man keine Familie laden, aber Sie können das Ganze steuern über die Profile, ähnlich wie bei der Traufe. Dann kann man sich hier halt viele selber bauen, wenn man will, Material zuordnen. Okay, und jetzt wird das Ganze auch wieder dieselben Optionen wie bei der Traufe, ja, wieder mit Versatz und so weiter. Das machen wir dann wieder. Wenn wir es verlegt haben, hier haben wir keine weiteren Optionen. Und jetzt wieder aufpassen, ähnlich bei der Traufe, immer auf die Kante achten, wo Sie das anklicken. Ja, entweder oben oder unten. Ich mache hier immer oben. Ja, wichtig ist jetzt aber, welche Kante Sie wählen. Ja.
Also die oder die, das sollte man durchgehend machen. Ich nehme mal jetzt immer diese Kante. Ja. Und hier auch diese Kante. Drehe das Ganze um, zu mich ran, damit ich die Kante sauber erwische und hier keinen Sprung reinkriege. Und auch hier diese Kante. Schauen wir das jetzt hier an im Schnitt. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Und gehe auf Escape oder abbrechen. Jetzt ist der Befehl abgeschlossen. Jetzt könnten Sie hier theoretisch noch die Dachrinne anklicken und hier in den Exemplareigenschaften hier noch einen Versatz einbauen, zum Beispiel einen vertikalen oder horizontalen Versatz. Aber ich finde, das passt so ganz gut und ich möchte das eigentlich so lassen und ja, lass das so. Wie gesagt, zum Schluss hatte ich schon angekündigt, ich möchte jetzt noch die Wände hier oben anschließen. Das geht eigentlich relativ einfach. Sie klicken hier auf so eine Obergeschosswand und danach die Tabulator-Taste. Also erstmal eine Wand auswählen mit linker Maustaste, jetzt die Tabulator-Taste. Jetzt tut er den gesamten Wandzug auswählen, also jetzt quasi alle Wände, die zusammenhängen hier auf dieser Ebene. Ja, und das in dem Fall sind das eben alle. Und jetzt habe ich quasi alle ausgewählt und jetzt gehe ich einfach auf Fixieren oben Basis. Ja, diese dynamische Registerkarte gehört zu den Ändern der Wändebefehle. Es zeigt mir alles an, um diese Wand zu ändern, unter anderem das. Und jetzt kann ich hier die Basis oben fixieren und wähle jetzt hier im Schnitt das Dach aus. Halt, das habe ich nicht gemacht. Das noch, oder? Doch, jetzt hat er es gemacht. Nochmal geklickt. Und jetzt hat er mir das hier oben schön fixiert und auch abgeschnitten. Ja, gut, jetzt habe ich hier noch einen kleinen Fehler, sehe ich gerade. Ich habe hier, glaube ich, die Kante hier gewählt gehabt, hier die falsche Kante, weil ich in der falschen Ansicht war. Ich hätte in die gehen sollen. Ist aber nicht so schlimm. Ja, können wir noch schnell korrigieren. Gehe also hier nochmal rein auf jetzt hier auf diese Ansicht und dann auf Begrenzung bearbeiten. Ja, und hier sehe ich eben schon den Fehler und gehe einfach jetzt hier auf Ausrichten und wähle hier diese Linie. Jetzt meckert er eben rum, weil ich es verknüpft hatte mit dieser, sage ich ja, okay, Abhängigkeit entfernen. Und jetzt verzichte ich mal auf diese Verkettung. Nehme jetzt hier diese Linie mit der Tabulator-Taste, kann ich hier zwischen den verschiedenen internen Referenzen der Wand hin und her schalten. Und dann diese, das wieder lösen, die Verknüpfung. Und jetzt hier diese Kante und jetzt diese auch wieder die Abhängigkeit entfernen. Und dann achten Sie auf die Tabulator-Taste. Ja? Mit der kann man zwischen den verschiedenen Referenzen hin und her schalten. Normalerweise unterscheidet man zwischen starken und schwachen Referenzen. Wenn Sie jetzt hier auf Ausrichten gehen, dann zeigt er immer die starke Referenz an. Das ist normalerweise die Wandachse in der Regel. Ja? Wenn Sie jetzt andere Referenzen haben, dann kann man mit der Tabulator-Taste hier hin und her schalten. Und er zeigt dann immer die nächstbeste Referenz relativ zu ihrer Position des Mauscursors. Ja, und so können Sie jetzt hier auch solche Kanten auswählen. So, über die Tabulator-Taste. Jetzt habe ich das korrigiert, gehe auf OK. Und man sieht jetzt hier, jetzt hat er das auch entsprechend ausgerichtet. Wer will, können sogar sagen, okay, ich mache das bis hier ran, dann mache ich irgendeine Dämmung oder was weiß ich, was Sie da alles noch ändern wollen. Ja, das ist dann Ihnen überlassen, wie Sie das dann noch adaptieren. Ja, so viel dazu zum Aufbau dieses Hauptdaches. Ich danke für die Aufmerksamkeit.